Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir in Fortnite wirklich in eine komplette Bot-Lobby kommen können. Dort können wir dann beispielsweise Solo vs. Squad spielen oder natürlich auch sonst alles machen, worauf wir gerade Lust haben, denn die Gegner sind logischerweise ziemlich schlecht. Hierfür müssen wir dann als allererstes einmal ins Startmenü und was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass wir einen neuen Freund hinzufügen. Dementsprechend klicken wir oben links in der Ecke auf diese drei Striche. Klingt jetzt vielleicht erstmal etwas komisch, aber ihr werdet das Ganze auf jeden Fall gleich direkt verstehen. Wir gehen dann hier also einfach mal auf den Punkt Freund hinzufügen und was wir jetzt als erstes einmal eingeben ist eine Zahl zwischen 1 und 100. Ihr könnt da wirklich alles nehmen, was ihr wollt. Ich nehme jetzt einfach mal 78 und dann tippen wir einen Punkt, schreiben dann Bot, ein Leerzeichen und dann noch Lobbys, also in der Mehrzahl mit IE dann auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das wirklich genauso schreibt. Wie gesagt, nur die Zahl am Anfang, die ist relativ egal, einfach zwischen 1 und 100. Jetzt suchen wir danach einfach mal und wir werden hier direkt eine Person finden, 78.botlobbies. Da gehen wir einfach drauf und klicken einmal auf Freund hinzufügen. Das ist ein Bot und kein echter Spieler, dementsprechend sollte der uns jetzt gleich eigentlich auch automatisch direkt zurückadden. Hier ist es bei mir schon. Das ging jetzt zugegebenermaßen auch wirklich sehr, sehr schnell. Das dauert meistens 2 bis 3 Minuten. Ansonsten kann ich euch aber auch empfehlen, macht das direkt mal mit mehreren Leuten. Auch das hat dann eben gleich noch für den nächsten Schritt mehrere Vorteile. Ihr solltet am besten auf jeden Fall so 5 Stück von denen hinzufügen. Ich habe jetzt einfach mal so 10 Stück oder so hinzugefügt. Je mehr, desto besser, kann man eigentlich sagen. Und jetzt müssen wir eben danach gucken. Hinter manchen von denen ist so ein kleines Schloss. Das bedeutet, dass die Lobby eben privat ist. Und wir müssen jetzt nach denen suchen, wo eben kein Schloss ist. Am besten steht dann hier auch noch Join 1 von 4. Da klicken wir dann einfach einmal drauf und dann auf Join Party. Ihr seht schon, bei mir gehen das jetzt relativ schnell. Manchmal, wenn eben viele andere Leute das gerade auch probieren, da muss man da wirklich relativ schnell sein. Bei mir waren ja jetzt direkt mehrere, wo dann kein Schloss dahinter war. In der Regel sind dann aber wirklich bei fast allen Lobbys Schlösser dahinter. Und dann müsst ihr eben warten, bis wieder eine neue frei wird. Dann ganz schnell auf seinen Namen klicken und dann ganz schnell dem Bot beitreten. Außerdem solltet ihr dann ganz schnell auch noch hier unten auf Bereit drücken, damit dann einfach nicht eben auch noch andere Leute eurer Party beitreten könnten. In der Regel wird die dann auch automatisch, soweit eine Person, also ihr dann natürlich da drin seid, auf Privat gestellt. Aber wie gesagt, klickt da sicherheitshalber dann auch noch ganz schnell auf Bereit, beziehungsweise auch spielen hier unten rechts in der Ecke. Und ja, wir kommen dann hier natürlich auch ganz normal in eine Lobby rein, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass die Gegner hier alle wirklich sehr, sehr schlecht sind. Ich kann es wirklich nur nochmal dazu sagen, ich hatte gerade wirklich auch sehr, sehr viel Glück. Anscheinend probieren das gerade nicht so viele andere Leute. Falls es bei euch aber eben doch so sein sollte, dann müsst ihr einfach nach den Lobbys Ausschau halten, wo eben kein Schloss daneben ist und ihr müsst dann, wie gesagt, wahrscheinlich auch relativ schnell sein. Vielleicht müsst ihr das Ganze auch, weiß ich nicht, 2-3 Minuten probieren. Das ist aber schon relativ lang in der Regel und spätestens dann solltet ihr aber auf jeden Fall auch in eine Lobby reinkommen. Ja, falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!